Grundsätzlich fällt das Fazit zu dieser Dimension im diesjährigen Reifentest positiv aus. Von den 17 getesteten Reifen erhalten 4 die Schlussbewertung sehr empfehlenswert. 12 empfehlenswert und nur einer wird als bedingt empfehlenswert eingestuft. Doch warum ist es so? Das erklären wir im Video. Die Reifen der Dimension 215-60 R16-99H eignen sich für Fahrzeuge und SUVs der unteren Mittelklasse wie den Seat Ateca, Honda HR-V und Peugeot 3008. Die Details der 17 Testkriterien und der Ablauf der Tests sind auf unserer Website erklärt. Hier die wichtigsten Erkenntnisse daraus. Auf trockener und nasser Fahrbahn sind unter den einzelnen Reifenmodellen durchaus Unterschiede spürbar. Ein Bridgestone mit der besten Note auf trockener oder nasser Fahrbahn lässt sich sehr präzise steuern. Im Gegensatz fühlt sich das Lenkansprechen des Nokian auf trockener wie nasser Fahrbahn etwas unharmonisch an. Das heißt, der Fahrer kann den nötigen Lenkwinkel für die aktuell gefahrene Kurve nicht stets gut abschätzen. Mit einer Aufschwimmgeschwindigkeit von 86 km pro Stunde bietet der Continental eine gute Sicherheitsreserve zur Vermeidung von Aquaplaning. Beim Goodyear wird das Aquaplaning bereits bei 76 km/h zum Thema. Auf schneebedeckter Fahrbahn ist der Goodyear ein richtiger Kurvenprofi. Zögerlicher ist man da mit dem GT Radial oder Toyo Tires unterwegs. Das heißt, der Testwagen lässt sich insgesamt nur wenig präzise über die Handlingstrecke steuern. Der Dunlop Wintersport 5 erreicht einen Bremsweg von 27 Metern. Der Wredestein und Michelin halten fast bei 30 Metern an. Diese knappen 3 Meter Bremswegunterschied können aber entscheidend vor einem Blechschaden schützen. Der Unterschied zwischen dem Reifen von Bridgestone und dem von Matador beträgt knapp 6 Meter. Die Aufprallgeschwindigkeit ist mit 34 km/h jedoch sehr groß. Der Bridgestone-Reifen erreicht mit fast 35 Metern das beste Bremsergebnis. Der Reifen von Nokian dagegen ist mit einem Bremsweg von 41 Metern Länge der schlechteste auf nassem Asphalt. Die Aufprallgeschwindigkeit an der Stelle, wo der Bridgestone bereits steht, liegt beim Nokian bei beachtlichen 31 km/h. Trifft ein Auto mit dieser Rechtsgeschwindigkeit auf einen erwachsenen Fußgänger oder gar ein Kind, kann dies tödliche Folgen haben. Bei der Außengeräuschmessung weisen die Reifen eine maximale Abweichung von 3 Dezibel und beim Kraftstoffverbrauch von einem halben Liter pro 100 km auf. Der Sava bietet rund 18'000 km mehr Laufleistung als der Cooper Tires. Die Stärken und Schwächen von jedem Reifen findet ihr auf unserer Webseite. Abonniert unseren Kanal, um keine von unseren Tests oder bestehenden Tipps zu verpassen. Sehr empfehlenswert und ausgewogen in allen Kategorien sind Continental Winterkontakt TS 870, Dunlop Wintersport 5, Goodyear Ultra Grip Performance Plus, Michelin Alpine 6. Empfehlenswert sind folgende Reifen: Yokohama Blue Earth Winter V906, Bridgestone Blitzhack LM005, Kleber Chrysalp HP3, GT Radial Winter Pro 2, Sava Eskimo HP2, Wredestein Wintrack, ESA Tekkar Supergrip Pro, Toyo Tires Observe S944, Nokian Tires WR Snowproof, Uniroyal Winterexpert, Matador MP93 Nordica, Falken Eurowinter HS01. Bedingt empfehlenswert ist nur der Cooper Tires WM SA2+. Für sportliches Fahren empfehlen wir den Reifen von Bridgestone mit Top-Leistung auf trockener wie auch nassen Fahrbahn. Der Sava ist für viel Fahrer geeignet, während für wenig Fahrer der Wredestein Sinn macht. Besonders sparsam im Verbrauch ist der Reifen von ESA Tekkar und Uniroyal. Überlassen Sie die Reifenwahl nicht dem Zufall. Damit der Kauf ein Erfolg wird,
sollten Sie sich im Vorfeld Gedanken über Ihre Fahrbedürfnisse machen. Je nachdem, welche Anforderungen Sie an den Winterpneu stellen, kann auch ein nicht so bekanntes Reifenprodukt das Richtige für Sie sein. Alle Testresultate zu jedem einzelnen Reifen und Tipps zum Thema finden Sie wie immer unter reifen.tcs.ch. Der Touring Club Schweiz wünscht eine gute Fahrt.